Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich bin angetreten 2004 an die Universität des Saarlandes und habe dort erstmal nichts von den Musikeraktivitäten erzählt, weil ich dachte, das könnte vielleicht unseriös wirken. Mittlerweile, denke ich, ist es aber rum und die Studierenden wissen auch Bescheid. Und insofern ist es völlig in Ordnung, dass auch Sie jetzt im Bilde sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie Interesse haben an diesem Streifzug, den ich mit Ihnen vorhabe, durch tatsächlich eines meiner Lieblingsthemenfelder der Psychologie. Ich würde sagen, die Intelligenz ist in gewisser Weise der Psychologie liebstes Kind. Es gibt gute Gründe, das so zu finden. Es gibt nahezu 200.000 Treffer. Wenn Sie die einschlägigen psychologischen Suchmaschinen anwerfen und schauen, was wurde geforscht, was wurde veröffentlicht. Die Tests sind sehr zuverlässig und seit vielen, vielen Jahren, über 50 Jahre, eigentlich so ein Kernstück psychologischer Diagnostik. Breit gefächerte Validität heißt, es gibt viele Dinge, die die Intelligenz vorhersagen kann. Darauf werde ich heute im Besonderen eingehen. Und man kann wohl gut, mit gutem Gewissen sagen, die Intelligenz ist eine Art Erfolgsfaktor für unseren beruflichen und unseren Lebensalltag. Gleichermaßen gibt es KollegInnen, die die Intelligenz eher als enfant terrible bezeichnen würden, denn es gibt in diesem Kontext durchaus ideologisch gefärbte Arbeiten. Es gibt Arbeiten mit einiger gesellschaftspolitischer Brisanz. Auch davon habe ich heute was eingepackt. Es gibt falsche Annahmen zur Beeinflussbarkeit und zur Veränderbarkeit von Intelligenz und auch zur Frage, sind Anlage- und Umweltfaktoren, in welcher Weise wirken sie zusammen, um die individuelle Intelligenz zu entwickeln? Da gibt es durchaus einiges an Humbug, was so durch die Welt geistert. Und besser wird es auch nicht, wenn innerhalb des Faches interdisziplinäre Missverständnisse dazu führen, dass zum Beispiel pädagogische Psychologen mitunter einen eigenwilligen Blick auf unser Konstrukt haben. Also vielleicht könnte man sagen, die Intelligenz ist so ein bisschen der Klaus Kinski der Psychologie. Nun mag ich Klaus Kinski und insofern hoffe ich, dass Sie mit diesem Ritt durch die verschiedenen Disziplinen und Arbeiten heute einige informative und interessante Einblicke mit mir gewinnen werden. Ich hatte angekündigt, dass ich immer mal wieder Missverständnisse ansprechen will, die es so gibt, die auch im Zuge der Fachliteratur oft nicht ganz gut aufgelöst sind. Wenn Sie so eine Folie sehen, wo ein Pferd drauf ist mit einem Reiter, dann kommt ein Missverständnis. Warum dieses Bild? Weil man auf verschiedene Arten vom Pferd fallen kann und weil das manchmal so die kritischen Positionen kennzeichnet, die ich so erlebe. Die erste, im Prinzip falsche Annahme ist, naja, Intelligenz, kann man das denn überhaupt einheitlich definieren? Da gibt es doch so ganz verschiedene Möglichkeiten, was das alles sein könnte. Da gibt es doch bestimmt ganz verschiedene Arten. Und auch wenn falsch dazu zu sagen, ein bisschen starkes, ein starkes Wort ist, würde ich doch sagen, es ist falsch. Den Eindruck, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel bei Google oder bei Amazon Intelligenz eingeben, sehr viele Arten von Intelligenz auffinden können, der ist natürlich nicht falsch. Was haben wir da alles? Wir haben die vernetzte Intelligenz, die tödliche Intelligenz, die sexuelle Intelligenz, die finanzielle Intelligenz, die erotische Intelligenz, die emotionale Intelligenz. Das war eine ganze Zeit lang ein ziemlicher Kassenschlager. Auch das ist aus meiner Sicht nicht mehr aktuell. Aber die Vielfalt der Ansätze macht natürlich den Eindruck, naja, such dir was aus, irgendwas wird schon dabei sein, nenn es Intelligenz, wenn du möchtest. Dem muss ich widersprechen. Und natürlich muss ich widersprechen mit einer Definition. Ich biete Ihnen heute drei Stück an, es gibt wirklich viele. Und Studierende, die mich ärgern wollen, sagen manchmal, naja, offenbar wisst ihr selber nicht so genau, was es denn ist. Schauen Sie doch mal rein. Intelligenz als zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Zusammengesetzt heißt, da sind verschiedene Teilbereiche angesprochen. Global heißt, da lässt sich aber auch etwas aggregieren, was nützlich sein mag. Es geht darum, sich nicht in einem Elfenbeinturm mit Denkspielen allein zu vergnügen. Es geht darum, dass diese Intelligenz alltagsrelevant ist. Und das hat Wechsler, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Eine weitere Definition hier auf Englisch macht es gar nicht so viel anders.
Es geht um das Verständnis komplexer Ideen. Es geht um effektive Adaptation an Umgebungen, an Herausforderungen. Und es geht darum, aus Erfahrung zu lernen. Hier ist ein wesentlicher Begriff schon genannt, das Reasoning. Das ist schlussfolgerndes Denken mit Dingen, die wir noch nicht so gut gelernt haben, mit denen wir noch nicht vertraut sind, in einen aktiven Auseinandersetzungsprozess zu gehen, um dann Probleme zu lösen. Ich hatte die Studierenden, die mich manchmal ärgern wollen, schon angesprochen. Die kramen dann oft diese Definition raus. Das Schöne ist, das ärgert mich überhaupt nicht. Denn Intelligenztests messen, das kann ich sagen, wir haben eine Testothek an der Universität des Saarlandes mit nahezu allen Verfahren, die es dazu gibt. Diese Verfahren messen tendenziell tatsächlich das Gleiche. Die haben verschiedene Namen, die haben natürlich auch verschiedene Konzepte, die da zum Teil darunter liegen, aber der Kern dessen, was wir als psychologische oder psychometrische Intelligenz, also die messbare Intelligenz im akademischen Kontext bezeichnen, da sind sich die ExpertInnen einig. Jetzt haben wir von Intelligenztests gesprochen. Es ist klar, dass ich Sie nicht heute über Intelligenz informieren kann, ohne Ihnen wenigstens mal ein Item zu zeigen. Ich verspreche, es wird nicht, werden ganze Testbatterien sein. Intelligenztests dauern, je nachdem, wie breit man es machen will, eine Stunde, anderthalb bis zu vier Stunden. Je breiter Sie das erfassen, eigentlich umso besser, weil Sie dann aus dem Gesamtbild die beste zusammengefasste Aussage über die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen treffen können. Ich habe jetzt ein bisschen geplaudert und habe die Lösung noch nicht aufgezeigt. Ich bin sicher, Sie haben sie gefunden. Es ist die 8. Also alle, die es wussten, können entspannt durchatmen. Wie wär's damit? Während Sie ein bisschen knobeln, erzähle ich Ihnen, dass das erste Item auf der linken Seite eines der frühen Items ist, die leicht sind. Das letzte Item oder das rechte Item eines der letzten Items dieses spezifischen Tests, die so schwer sind, dass sie ohne Zeitvorgabe gegeben werden können. Also häufig werden solche Tests unter Zeitdruck gemacht und es ist auch so gedacht, dass sie nicht fertig werden sollten. Aber es gibt Power-Tests und die heißen im Prinzip nichts anderes als entweder lösen Sie das oder Sie lösen es auch mit doppelt so viel Zeit nicht. Und damit lasse ich Sie jetzt zurück und löse es nicht auf, denn allein das Aufgewühltsein und die kognitive Erregung, die so etwas macht, ist ja jetzt gut für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Modellen und ich habe Ihnen hier eins mitgebracht, was nicht notwendigerweise das ultimative Intelligenzmodell ist, was Ihnen aber vielleicht anschaulich macht, was sind so die Bestandteile dessen, was wir kognitive Fähigkeiten nennen. Und das beginnt beim Sprachverständnis, läuft über deduktives und induktives Denken, also Regeln erkennen und aus bestimmten Vorgaben Muster und Gesetzmäßigkeiten entdecken oder auch ableiten. Die Wahrnehmungsgeschwindigkeit gehört dazu, also tatsächlich ganz einfache Reaktionszeiten sind empirisch gut belegt. Intelligentere Personen lösen auch ganz einfache Aufgaben schneller als andere und fehlerfreier. Das sind zum Teil Dinge, die könnten wir alle. Also es gibt ein rotes Licht, wenn das aufblinkt, sollen Sie eine Reaktionstaste drücken. Und dennoch machen es diejenigen, die in entsprechenden Intelligenztests höhere Werte haben, in der Regel schneller und fehlerfreier. Merkfähigkeit gehört dazu, also Gedächtnis. Räumliches Vorstellungsvermögen gehört dazu, Rechenfähigkeit oder numerisches Vermögen und schließlich dann sowas wie Wortflüssigkeit, also eher so auch ein großer Wortschatz. Das sind Aufgaben, wo Sie 2 Minuten Zeit haben und Sie sollen so viele Wörter wie möglich produzieren, die mit K anfangen oder irgendwie 5 Buchstaben haben und mit T aufhören oder so. So, wir kommen zum nächsten Missverständnis, das ist die Überleitung dorthin. Sprachverständnis und Rechenfähigkeit habe ich mal rausgegriffen, es folgt das Pferd und ein ganz, ganz übliches Missverständnis ist, ich kann das eine ganz gut, das andere vielleicht nicht so gut. Es gibt sowas wie Teilbereiche, die liegen mir und andere Teilbereiche liegen mir nicht. Wenn ich da jetzt ein Falsch draufhauen würde, wäre es ein bisschen sehr hart. Denn natürlich haben wir
Bereiche, in denen wir besser sind als in anderen, aber wir unterliegen einem Wahrnehmungsfehler dabei. Wir haben in unserer Binnenperspektive die Tendenz zu kontrastieren. Das heißt, wir vergleichen uns nicht mit anderen, sondern wir vergleichen uns mit uns selbst. Und natürlich kann es sein, dass Sie eloquenter sind, als dass Sie rechnen können. Große Stichproben aber und große Untersuchungen zeigen etwas, was Laien häufig nicht so geläufig ist, denn wenn Sie große Studien anschauen, dann hängen diese verschiedenen Teilbereiche eigentlich immer zusammen, die korrelieren. Kennen Sie wahrscheinlich als wissenschaftliche Statistik. Das heißt, das eine geht mit dem anderen einher, mehr von dem einen geht mit mehr von dem anderen einher. Und das bedeutet, dass Menschen, die relativ gut in verbalen Bereichen sind, auch gut sind im Rechnen, auch gut sind in räumlichen Dingen, auch gut im Gedächtnis. Und das mag kontraintuitiv sein, ist aber ein empirisch so gut gesicherter Fakt, dass daraus ein Modell wird, was Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, dass nämlich all diese Teilbereiche, die man Primärfaktoren nennen kann, die auch sinnvoll differenziert erfasst werden können, am Ende aber zusammengeführt werden können in einen einzelnen Wert. Also hier ist das Konstrukt allgemeine Intelligenz, heißt auch in der Literatur manchmal G für General Mental Ability. Aber die Idee eines Intelligenzquotienten, und das ist Ihnen sicherlich vertraut, macht nur Sinn, wenn genau dieses Phänomen sich empirisch zeigt, wenn also alles, was Sie hier messen können, tendenziell auch zusammengeht. Denn ansonsten wäre es ja nicht sinnvoll, räumliche Leistungen mit verbaler Leistung und numerischer Leistung zusammenzurechnen in einen einzelnen Wert, wenn das so verschieden wäre. IQ. Ich habe schon angesprochen, das kennen Sie, aber vielleicht wissen Sie nicht so ganz genau, wie das denn berechnet wird. Der Herr, der da ganz wesentlich mitgemacht hat bei der Entwicklung des heute noch gängigen Intelligenzquotienten, ist David Wechsler. Der sieht auf vielen Fotos recht glücklich aus, hat mit seinen Intelligenztests, glaube ich, auch richtig gut verdient und hat eine merkliche Spur in der Forschungslandschaft hinterlassen, indem er den sogenannten Abweichungs-IQ entwickelt hat. Ich erspare Ihnen die 60 Jahre davor, wo andere Konstrukte nicht ganz so gut geklappt hatten und zum Teil zu absurden Ergebnissen führten. Beim Abweichungs-IQ kriegen Sie 100 Punkte geschenkt. Soweit, so gut. Das ist dann der Mittelwert auch. Das kennt man ja. Also IQ von 100 ist der Durchschnitt. Dann werden 15 Punkte hinzugerechnet, aber nur dann, und das ist eine der wenigen Formeln überhaupt heute, wenn Ihr individueller Wert X exakt was sein muss, er muss so sehr sich von dem Durchschnitt M einer adäquaten Vergleichsgruppe abweichen, dass das der Streuung oder der Standardabweichung entspricht. Das heißt, auf die 100 was draufgerechnet kriegen Sie nur, wenn Sie besser sind als die Vergleichsgruppe. Und wie viel Sie draufgerechnet kriegen, hängt davon ab, wie weit Sie von der Vergleichsgruppe weg sind. Wenn Sie schlechter sind als die Vergleichsgruppe, dann wird Ihr Wert auch kleiner als 100. Das ist die einzige Garantie dafür, dass altersunabhängig der IQ nicht plötzlich irgendwann mit zunehmendem Lebensalter so absurd kleine Werte annimmt, weil es nur darum geht, dass Sie genauso gut sind oder eben im Vergleich gut dastehen zu Personen, mit denen Sie in entsprechenden Test-Norm-Tabellen verglichen werden. Und das sind in der Regel Gleichaltrige. Insofern ist ein IQ von 100 bei einem 70-Jährigen vielleicht mit viel weniger gelösten Aufgaben in einem Test assoziiert, aber wenn Sie im Altersdurchschnitt noch gut dastehen, dann passt's. Intelligenzdaten nehmen häufig so eine Verteilung an, die als Normalverteilung bekannt ist. Gaußsche Glockenkurve wird das auch genannt. Das zeigt, dass mittlere und durchschnittliche Werte eben die absolute Häufung bilden und an den Rändern, also extrem niedrige, extrem hohe Werte sind entsprechend selten. Vielleicht wissen Sie, dass Hochbegabung so als Einstiegskriterium oft einen IQ von 130 und darüber verlangt. Und Sie sehen auch, dass das im Prinzip nur 2% der Bevölkerung betrifft im Schnitt.
Diese Folie mag ich auch sehr gerne. G is the psychology, what carbon is the chemistry. Also der Kohlenstoff der Psychologie ist der G-Faktor. Warum? Und da wird gelächelt, da kriege ich ein bisschen Zuspruch von der Chemie. Warum? Weil G mit so unglaublich vielen Dingen korreliert. Allein diese Folie sollte ausreichen zu sagen, G ist ein Erfolgsfaktor. Weil es mit vielen Wünschenswerten, etwa sozialen Fertigkeiten, Gesundheitsverhalten, natürlich berufliche Aspekte, Status, Einkommen, Führungsfähigkeit. Es gibt fast nichts, was man sich wünschen könnte, was hier nicht dabei ist. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die man sich nicht so wünscht, die mit dem Minus anzeigen. Hier gibt es eine negative Korrelation, die eben ebenfalls mit Intelligenz gut untersucht korreliert. Drei Dinge will ich rausgreifen, weil sie mich persönlich besonders interessieren. Und wurde ja schon angesprochen, wir haben an der Stelle auch schon Überblicksarbeiten gemacht. Bildungserfolg, Gesundheit und Berufserfolg. Diese Meta-Analyse, die schon angesprochen worden ist, basiert auf über 100.000 Datenpunkten und zeigt, dass die gemessene Intelligenz mit Schulnoten einen Zusammenhang aufweist in der Größenordnung von Punkt 54. Jetzt weiß ich nicht, wie vertraut Sie sind mit Korrelationen und was ist da viel, was ist da wenig. Das kann von 1 perfekter Zusammenhang, dann wäre es im Prinzip so, dass Sie fehlerfrei in Kenntnis der Intelligenz einer Person die Schulleistung vorhersagen könnten. Das ist natürlich nie gegeben. Minus 1 wäre der perfekt negative Zusammenhang, dann wäre es günstiger, nicht so intelligent zu sein. Das ist aber ja nicht so. 0 wäre kein Zusammenhang. Ich habe Ihnen das mal grafisch mitgebracht, wie so eine Korrelation von Punkt 54 aussehen kann als Scatterplot. Also wenn da unten die Intelligenz und da oben die Schulnoten abgetragen sind und Sie überlegen sich, da gibt es Durchschnittswerte, dann erkennen Sie so eine Gerade, die Regressionsgerade. Und die hat eine angemessene Steigung, das heißt mehr oder bessere Ergebnisse in Intelligenz Verfahren gehen einher mit günstigeren Schulleistungen. Ich habe hier die Schulnoten umgepolt, sonst hätten wir einen negativen Zusammenhang. Sie sehen auch, das ist kein fehlerfreies Geschehen. Da gibt es Personen, die sind im Intelligenztest ganz gut gewesen, aber die leisten in der Schule offenbar nicht das, was man hätte erwarten können. Was die ganze Diskussion um Underachievement beispielsweise betrifft, dass also Personen mit Potenzial hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das wäre nochmal ein ganz anderer Vortrag. Ich habe dann beim Zusammenstellen der Folien für heute und beim Stöbern, wie viel kann ich Ihnen zumuten? Deswegen gucke ich auch tatsächlich immer mal so ein bisschen rum, wie wach und glücklich Sie noch aussehen. Es ist ja noch früh. Folgendes gefunden, dachte ich, das kann ich nicht liegen lassen, das muss ich mitbringen, das war jetzt letzte Woche. In der Wirtschaftswoche, Studie zeigt, wie Intelligenz und Einkommen zusammenhängen, dann liest man das so. Je mehr jemand verdient, desto klüger ist er. Bei den höchsten Einkommen gilt dieser Zusammenhang nicht. Da musste ich natürlich nachgucken. Die Studie kommt aus Schweden oder arbeitet zumindest mit schwedischen Daten, ist wirklich brandneu. Und die erste Abbildung, die ich sehe, entspricht der Aussage, die da locker flockig in der Wirtschaftswoche formuliert war, überhaupt nicht. Sie sehen hier die kognitive Fähigkeit auf der X-Achse, Sie sehen hier den Durchschnittsverdienst dann in bestimmten Abschnitten, SEK, das sind schwedische Kronen, und das sind 3 Graphen, weil verschiedene Mittelwerte verwendet wurden. Aber die Tendenz ist die gleiche für alle. Das lese ich als mehr Intelligenz gleich mehr Einkommen. Dann haben die AutorInnen aber was gemacht, haben es mal umgedreht. Sie haben das Einkommen auf die X-Achse gepackt, die kognitive Fähigkeit auf die Y-Achse und dann entsteht etwas, was entenartig aussieht. Und was die AutorInnen da meinten mit der Zusammenfassung, also in der Wirtschaftswoche, ist offenbar das über dem Schnabel. Also da gibt es hier unten einen interessanten Bereich, da wo diejenigen, die nahezu nichts verdienen, nicht alle unterdurchschnittliche kognitive Leistungen zeigen. Und dann gibt es einen Trend, der ganz eindeutig ist. Und dann gibt es aber da oben noch diesen Abknicker, die Höchstverdienenden.
Und so richtig auflösen lässt sich das nicht. Das Einzige, was sich hier in der Tabelle finden lässt, ist, wenn man mal guckt, was verdienten die denn in dieser Stichprobe im Durchschnitt? Das sind 60.000 Menschen. Dahinter stecken Registerdaten aus Schweden. Die sind ja sehr, sehr gut vernetzt, für WissenschaftlerInnen sehr interessante Möglichkeiten. Da ist der Mittelwert 3,33 mal 100.000 schwedische Kronen. Das ist jetzt nicht so gewaltig, das ist etwa durch 10 geteilt, das entspricht Euro. Und dann haben wir aber hier den Hinweis, womit das zusammenhängen könnte. Also es gibt offenbar in dieser Stichprobe einige, die etwa das 25-fache des Durchschnitts verdienen. Und die sind dann tatsächlich so jenseits von Gut und Böse, dass sie mit der Prädiktion durch den Intelligenztest linear nicht erfasst werden. Und dann können wir alle gemeinsam mal spekulieren, wo das Geld herkommt. Gesundheit. Vielleicht haben Sie sich eben gewundert, warum steht da, Intelligenz hängt mit Gesundheitsverhalten zusammen? Was gibt es da für Daten? Ist das interessant? Das, was ich am spannendsten, wirklich am allerspannendsten fand, ist die Scottish Mental Survey und das, was daraus geworden ist. Eine riesige Studie in Schottland. Dort wurden alle 11-jährigen Schulkinder, die an dem Tag in der Schule waren, als diese Studie lief, Intelligenz getestet. Es wurden unglaublich viele Background-Variablen erhoben, also sozioökonomischer Status und alle möglichen Hintergrundvariablen noch zu Eltern und Lebenssituation, Gesundheit. Wirklich sehr spannend. Und das ist eine substanzielle Stichprobengröße. Und nun wissen Sie wahrscheinlich, Längsschnittstudien sind in der Wissenschaft eine ganz besonders wertvolle Angelegenheit. Oft, wenn Sie Ergebnisse von Studien lesen, dann heißt es ja, das war jetzt alles gut, aber es ist leider nur ein Querschnitt, deswegen können wir nicht sagen über Ursache und Wirkung und wir wissen nicht, was läuft wem voraus. Und viele wünschen sich die Längsschnittstudie, man fragt sich immer, warum macht die denn keiner? Aber der Hintergrund ist natürlich der, wenn Sie eine echte, tolle Längsschnittstudie planen und sagen, ich würde dann gerne in 60 Jahren nochmal nachfragen, dann sind Sie eventuell gar nicht mehr dabei, wenn die Daten spannend werden. Insofern hatte Ian Deary, ein befreundeter Wissenschaftler aus Edinburgh, das große Glück, dass ihm die Moray House Intelligenztestdaten aus der Scottish Mental Survey, wie er sagt, zugespielt wurden. Er hat die also in den 90er Jahren bekommen und Ian Deary ist ein klasse Wissenschaftler, aber er ist auch clever. Das heißt, er hat Schritt für Schritt geschaut, was kann man mit den Daten machen. Das Erste, was der gemacht hat, wir gucken mal, wen erwischen wir davon noch, also wen können wir noch mal rekrutieren. Und dann erhebe ich erstmal, wer lebt noch und wer lebt nicht mehr. Das bietet die Chance, einen unglaublichen Längsschnitt zur Lebenserwartung, vorhergesagt durch den IQ, zu berechnen. Und das hat er gemacht. Er hat dann noch viele weitere Dinge gemacht. Er hat wieder Intelligenz getestet mit den Leuten. Er hat genetische Daten erhoben. Er hat Kernspin-Aufnahmen gemacht. Das ist ein immer noch laufendes Projekt, was wirklich unglaublich viel bietet. Aber die Daten, die ich Ihnen jetzt zeigen will, beziehen sich auf, leben Sie noch oder leben Sie nicht mehr. Das war 1999 dann zunächst mal eine überschaubare Stichprobengröße, die er wieder rekrutieren konnte. Da geht es um über 2000 Fälle von natürlich deutlich mehr, aber 2001 wurde es dann publiziert. Ich kann verraten, der Unterschied zwischen noch Lebenden und nicht mehr Lebenden betrug ca. 5 IQ-Punkte. Das ist nicht so viel. Das klingt aber jetzt auch irgendwie alles noch nicht so dramatisch. Deswegen zeige ich Ihnen eine andere Abbildung, einen Survival-Plot. Links die Frauen, rechts die Männer. Weiße Punkte, oberes Intelligenzquartil, also die oberen 25% im Alter 11 Jahre. Rote Punkte, die unteren 25% hinsichtlich der Intelligenzmessung. Und dann die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Alter zu erreichen. Und dann wird aus einem 5-Punkte-IQ-Unterschied plötzlich eine handfeste Überlebenschance, die ein ganz klares Muster zeigt, viel klarer bei den Frauen als bei den Männern. Aber ich denke, Sie können sich denken, was da passiert, was bei den Männern den Effekt zunächst ausschaltet. Krieg. Kriegsmortalität. Also offenbar war es zu Kriegszeiten dann nicht
überlebensförderlich intelligenter zu sein. Ich habe das zum Anfang nicht so verstanden. Ich hatte gedacht, naja, Offiziersrang ist vielleicht nicht unmittelbar so betroffen wie vielleicht niedrigere Ränge, aber das zeigt sich in den Daten nicht. Nachdem dieser Kriegseffekt verschwindet, geht die gleiche Schere auf, wie Sie sie bei den Frauen sehen. Also intelligentere Personen werden mit höherer Wahrscheinlichkeit älter. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, warum das so ist. Und eine, wie ich finde, Highlight-Note soll es dann noch sein aus der Scottish Mental Survey: Rauchen. Ian Deary hat sich interessiert für die Frage, gibt es einen Intelligenzunterschied zwischen Rauchern und Nichtrauchern? Ich gucke jetzt noch mal so ein bisschen in die Runde, wer betroffen zurückschaut. Also, erste, weiß ich nicht, gute Nachricht, es gab keinen Unterschied hinsichtlich des IQs im Kindesalter. Wenn untersucht oder verglichen wurde, hat eine Person nie geraucht oder hat sie geraucht? Soweit, so gut. Eine etwas differenziertere Betrachtung ergibt dann aber doch einen Effekt. Innerhalb der Gruppe derer, die jemals geraucht haben, können wir unterscheiden zwischen denen, die das noch tun und denen, die aufgehört haben. Und da finden Sie den Unterschied, der auch ebenfalls etwa 5 IQ-Punkte beträgt. Intelligentere haben mit höherer Wahrscheinlichkeit mit dem Rauchen aufgehört. So, wie lässt sich das erklären? Ja, das sind Jahre, in denen wir noch nicht so gut informiert waren über die schädlichen Folgen von Rauchen beispielsweise. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch an Tabakkonzernwerbung erinnert, die alles Mögliche beschrieb und versprach, also höhere Leistungsfähigkeit zum Beispiel, ein deutlich intensiveres Küssen mit Mentholzigaretten vorher. Das ist das hier, Salem. Refreshes your taste. Und wenn das noch nicht reicht, dann hat die Firma Camel mit einem in weiß gekleideten Herrn geworben, der im Prinzip sowas sagt wie, ihr Doktor raucht Camel. Kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber die Idee ist, als wir Informationen darüber erhielten, was die Konsequenzen von Rauchen und Rauchverhalten sind, dann kickt die Intelligenz und bedeutet, Personen ziehen Konsequenzen oder eben nicht. Und um das erste, ich sag mal, die erste Hälfte dieses heutigen Beitrags mit noch mehr Sprengstoff aufzuladen, rekurriere ich auf eine Arbeit aus dem Jahr 2003, die wiederum aus Daten oder auf Daten beruht, die schon ein bisschen älter sind. Und wo es um regionale Intelligenzunterschiede geht, und das ist die berühmt-berüchtigte Deutschlandkarte. Ich weiß nicht, wer die schon kennt. Also die war durchaus dann in aller Munde, sie war in allen Medien vorhanden, es gab sie in Farbe auch. In der Originalarbeit, die in der Zeitschrift Politik und Zeitgeschichte erschienen ist, war sie schwarz-weiß. Und der Titel dieses Beitrags heißt Verlust von Humankapital in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. Immerhin fast 250.000 junger Männer, die während der Eignungsuntersuchung auch Intelligenz getestet worden waren. Das, diese Einteilung Deutschlands sind die Kreiswehrersatzamtkreise, die es da gab. Und was unschwer erkennbar ist, die Autoren haben das politisch sehr geschickt gemacht, schwarz ist gut, weiß ist nicht so gut. Sie sehen ein West-Ost-Gefälle und Sie sehen ein Nord-Süd-Gefälle in der vielleicht erwarteten Richtung, weil Sie aus den Medien alles Mögliche aus Schulleistungsuntersuchungen kennen, wo man ähnliche Tendenzen findet. Damit nicht genug. Es wurden in der Arbeit auch Korrelationen mit makrosozialen Indikatoren berichtet, die haben es in sich. Also beispielsweise ist der Zusammenhang von regionaler durchschnittlicher Intelligenz mit der Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosenquote über Punkt 60. Das ist in der empirischen Wissenschaft durchaus selten, dass Sie solche hohen Zusammenhänge finden. Und aus diesen Daten, die ja nun auch querschnittlicher Natur sind, hätte man alles Mögliche machen können. Die Autoren entscheiden sich für das.
Also ein Modell, wo Sie die verschiedenen Variablen aneinander kleben und Pfeile reinmalen und dann am Ende vorhersagen, dass das Intelligenzniveau steigt oder sinkt, wenn bestimmte Rahmenbedingungen stimmen oder nicht so stimmen. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo man falsch hätte draufschreiben können. Das fand ich wiederum zu hart. Aber ich würde doch wenigstens Vorsicht sagen, denn diese Art der Modellierung ist absolut willkürlich. Sie können, wenn Sie ein bisschen mit Pfadanalyse zu tun haben, wissen Sie, Sie können das umdrehen, Sie können die Intelligenz als Ursache beschreiben und können die Pfeile in die andere Richtung gehen lassen und schon wird eine ganz andere Geschichte daraus, die mit den Daten aber genauso vereinbar wäre. Das hat mich richtig geärgert eine Zeit lang. Also 2003 war das, ich habe dann versucht, die Autoren derer habhaft zu werden und so ein bisschen nachzufragen. Das war aber nicht so leicht. Also es gab dann nach vielen Anstrengungen einen kurzen E-Mail-Austausch mit einem der drei. Die anderen beiden waren nicht greifbar. Gut, soweit, so gut. Atmen Sie doch mal durch. Und wenn Sie so durchatmen, erzähle ich Ihnen einfach mal was, was nirgendwo so richtig reingepasst hat, deswegen mache ich es in die Pause. Also jetzt. Ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, bei einer Hochbegabungsberatungsstelle in Marburg bei Detlef Rost, die Stelle heißt Brain, einen Vortrag halten zu dürfen. Das war ein Jubiläumskreis, da waren verschiedene Gastredner dabei. Und da ging es auch viel um das Stereotyp Hochbegabung und alles, was die Stiftung dort gemacht hat, was die Beratungsstelle so gemacht hat. Und ich hatte einen Vortrag über Genetik und Zwillingsdaten und Intelligenz. Und vor mir sprach Joan Freeman, die auch ausgewiesene Hochbegabungsforscherin ist, die aber einen anderen Schwerpunkt hat. Die interessiert sich sehr für, wie geht es denn denen, die hochbegabt sind. Sind die glücklicher als andere? Sind die unglücklicher als andere? Nur so am Rand gesagt, alles, was man an Studien so kennt, deutet eher darauf hin, dass Hochbegabte genauso viele Sorgen und Ängste haben wie alle anderen auch und sich in kaum etwas maßgeblich unterscheiden als in der Intelligenz zu den übrigen. Und wenn es eine Tendenz gibt, dann, dass sie eher zufriedener sind und eher die Hochbegabung mit etwas Gutem einhergeht. Aber ein Knackpunkt sind stereotypische Stigmata, wenn eben Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene mit dem Label hochbegabt dann auf Gegenwind und Ärger stoßen. Und dann sprach Joan Freeman so ein bisschen über, wie man sich das so vorstellt und dass allein in den Überlegungen, die wir haben, wie stellen wir uns einen Hochbegabten vor, schon so viel mitschwingt, was alles falsch ist. Also dass das typischerweise Männer sind, an die man da denkt, warum auch immer. Dass das oft irgendwie so schlaue Jungs sind mit so Brillen, die aussehen wie Harry Potter. Und das ist irgendwie, dass wir sehen das Potenzial. Also wir schauen nach vorne und sehen das Potenzial. Das ist so ein typisch deutsches Phänomen, sagt sie. Und ich sank in meinem Sitz so nach unten, wurde immer kleiner, denn das war mein Bild. Und das ist nicht gelogen. Das war meine Illustration von Hochbegabung. Es hätte in dem Setting überhaupt nichts dergleichen gebraucht. Aber es war völlig klar, ich reite das gleiche Stereotyp und es ist nicht besonders, sah nicht besonders gut aus für mich. Interessant, und deswegen wollte ich das noch angesprochen haben, in anderen Ländern spielen unter dem Begriff der überdurchschnittlichen Begabung ganz andere Dinge mit oder schwingen mit. In den USA häufig Teambereitschaft, Teamgeist, gemeinsames Anstrengen und gemeinsames Schaffen. Wir haben den einzelkämpferischen Harry. In asiatischen Ländern Weisheit, also gar nicht so sehr das Potenzial und der Blick prospektiv, sondern viel stärker auch das kristalline Wissen und die Erfahrung, die ich einbringen kann und die ich dann wiederum gewinnbringend auch weitergebe. Gut, das sollte es sein. Damit ist die Pause vorbei. Es geht in Teil 2 und es geht um Zwillinge, es geht um Genetik. In der Zwillingsforschung untersuchen wir natürlich auftretende genetische und Umweltvariationen und aus diesen
Möglichkeiten schätzen wir die Bedeutung von Anlage- und Umwelteinflüssen. Natürlich auftretende genetische Variation heißt, es gibt eineige Zwillinge, die aus einer befruchteten Eizelle hervorgehen, die sich teilt. Damit haben Sie zwei Individuen mit maximaler genetischer Ähnlichkeit. Diese beiden, und das kennen Sie natürlich, sehen nicht nur gleich aus, sie sind auch in vielen Merkmalen unglaublich ähnlich und das in der Regel über die Lebensspanne hinweg, und zwar unabhängig davon, ob sie gemeinsam aufwachsen oder nicht. Die Forschung bedient sich häufiger, eigentlich nahezu ausschließlich heutzutage, gemeinsam aufwachsender Zwillinge, weil man davon natürlich viele findet. Getrennt aufgewachsene Zwillinge, das waren aber dann die sehr medienwirksamen Studien aus den 80ern, Bouchard, die Minnesota Twins, davon gibt es so viele nicht. Also die Schweden haben eine Stichprobe, die Bouchard-Gruppe in Minnesota hat eine, das sind dann manchmal aber nur 100, 200 Paare, während wir in TwinLife 4000 Familien mit Zwillingskindern längsschnittlich begleiten. Damit können Sie deutlich repräsentativere und auch generalisierbarere Aussagen machen. In den Lehrbüchern steht, eine von 85 Geburten sei eine Zwillingsgeburt. Das ist nicht mehr richtig. Das ist deutlich mehr geworden. Es sind jetzt eine von 56 Geburten im Schnitt in Deutschland. Weltweit kann das sehr stark variieren. Beispielsweise ist in Asien die Zwillingsgeburtenrate viel, viel niedriger. Und es ist noch nicht so richtig klar, warum es zu solchen weltweiten regionalen Unterschieden kommt. Es gibt Hypothesen über Ernährung, die eine Rolle spielt, auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielt. Es gibt aber auch viele Mythen, also dass wenn in einer Familie schon Zwillinge sind, dass dann eine Generation übersprungen wird und danach steigt die Wahrscheinlichkeit. Dem ist alles nicht so. Zweieige Zwillinge teilen 50% der Gene, die sich überhaupt unterscheiden zwischen Menschen und sind damit eine interessante Vergleichsgruppe, da sie eben auch gemeinsam im Mutterleib eben eine pränatale Umwelt erlebt haben. Man könnte sonst eineige Zwillinge auch mit Geschwistern vergleichen, aber dann hat man wieder eine Reihe von Störeinflüssen, die man lieber ausschließt. In TwinLife untersuchen wir die Zwillinge und deren Eltern und deren Geschwister. So kann man eben noch weitreichendere Aussagen machen. Crashkurs Zwillingsdesign. Wir vergleichen ein- und zweieige Zwillinge, die gemeinsam aufgewachsen sind und schauen, wie ähnlich sind die sich in einem Merkmal ihrer Wahl, beispielsweise in der Intelligenz. Das heißt, wir messen die Intelligenz, wir schauen, wie ähnlich sind sich eineige im Schnitt, wie ähnlich sind sich zweieige im Schnitt. Und wenn das Muster der Ähnlichkeiten etwa so aussieht, die eineige etwa doppelt so ähnlich wie die zweieigen, dann deutet das auf einen genetischen Einfluss hin, weil das ist genau das Verhältnis, das zwischen den Zwillingen auch genetisch herrscht. Jetzt ist es Anlage und Umwelt, aber wir teilen die Umwelt in zwei Aspekte auf. Das ist tatsächlich wichtig. Wir kennen eine Umwelt, die nennen wir geteilte Umwelt. Das ist das, was, wenn Sie mit mir gemeinsam aufwachsen würden, das Potenzial hat, uns ähnlich zu machen. Also ein Erziehungsstil unserer Eltern, der uns gleichermaßen irgendwie liberal sein lässt oder das Geld, was die Eltern haben oder nicht haben oder das Bildungsinteresse oder das künstlerische Interesse in einer Familie, was Personen, die gemeinsam dort aufwachsen, teilen und was dann Ähnlichkeiten produzieren kann. Spoiler: Ein solches Muster, also Zweieige und Eineige ähnlich, weil sie ja gemeinsam aufwachsen, kommt fast nie heraus. Pädagogische Psychologen, meine erste Frau ist eine, waren lange Zeit sehr unglücklich darüber, weil viele Annahmen darüber, was hat den durchschlagenden Effekt, also Eltern als Modell und was man alles gut machen kann und sollte, wird von der empirischen Zwillingsforschung nicht gut bedient. Umwelteinflüsse sind wichtig, aber anders. Wenn Zwillinge nicht perfekt ähnlich sind oder sogar sehr unähnlich, dann greift etwas, was wir nicht geteilte Umwelt nennen. Also das, was bei eineigen Zwillingen, die gemeinsam aufwachsen, 100% geteilte Gene und noch geteilte Familienumwelt, was trotzdem ausreicht, um sie unähnlich zu machen. Es gab ein großes Paper, das hieß 1987, Why are children in the same family so different? Und Eltern können das wahrscheinlich bisweilen gut nachvollziehen und es ist nicht genetisch erklärbar und es ist nicht durch das Gemeinsame erklärbar. Aber Umwelt wirkt, nur sie macht in der Regel eher unterschiedlich.
Das muss gar nicht bedeuten, dass der eine ganz andere Freunde hat als der andere oder andere Lehrer, das wären ja so Kandidaten. Es könnte reichen, dass der eine die Welt ein bisschen anders sieht als der andere. Sich zum Beispiel benachteiligt fühlt, wo das gar nicht möglicherweise eine Grundlage hat, aber Phänomenologie mag ausreichen. Wenn Sie Journalisten treffen, das passiert mir ab und zu, und es geht um die Frage, was sind denn so klassische Befunde aus Ihrer Forschung, wie ist das denn über die Lebensspanne zum Beispiel, Anlage Umwelt ist ja bestimmt nicht irgendwie fix und statisch, da passiert doch bestimmt was, dann gibt es ein riesen Missverständnis, auf das ich gleich komme. Das erste Missverständnis ist, eigentlich kann man Anlage und Umwelt doch gar nicht auseinander bekommen, oder? Weil ohne Gene wird nichts. Und ohne Umwelt wird ja auch nichts. Die Gene sind ja nicht irgendwo isoliert. Das heißt, in uns ist doch Anlage und Umwelt immer verflochten. Also wie um alles in der Welt wollt ihr das aufteilen? Und dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, was ich persönlich sehr schlagend fand, als ich das studiert habe und das auch nicht verstand, wie man das auseinanderkriegt. Stellen Sie sich vor, ein Rechteck, und das ist das Individuum, um das es geht. Dieses Rechteck hat eine Fläche und die Fläche ist definiert als Länge mal Breite. Es wäre unsinnig zu fragen, ist denn eigentlich für die Fläche dieses Rechtecks die Länge wichtiger oder ist die Breite wichtiger, weil es definiert ist als Länge mal Breite. Also, da kommen Sie nicht raus. Wenn Sie jetzt aber so wie ich, differenzieller Psychologe, ich gucke auf Gruppen, eine Gruppe von Rechtecken haben, die im Merkmal Fläche variiert. Kleine Rechtecke, große Rechtecke, dann kann diese Variation maßgeblich durch die Länge, wie in A, oder durch die Breite, wie in B, oder durch beides zustande kommen. Und dieses Modell, das können Sie tatsächlich mit dem Zwillingsmodell vergleichen. Im Einzelfall also bekommen wir es nicht hin und in der Gruppe bekommen wir es hin. Das Ergebnis, was wir in diesen Studien erhalten, es geht um den relativen Beitrag von Anlage und Umwelt zu Unterschieden. Also warum sind wir so verschieden? Darauf gibt die Zwillingsforschung eine Antwort. Das ist jetzt, um alles abzukürzen, das Ergebnis von fast 100 Jahren Intelligenzforschung, zu der dann zunehmend auch genetische Forschung sich hinzugesellt hat. Genetische Einflüsse sind maßgeblich wichtig. Sie sind vermutlich wichtiger als Umwelteinflüsse. Aber auch die Umwelt hat einen entscheidenden Beitrag. Also wenn Sie wissen wollen, warum unterscheiden sich Menschen in der Intelligenz, dann wäre das die erste Antwort. Diese Antwort ist zu einfach leider. Denn wenn wir zurückkommen auf den Punkt, den ich eben schon angedeutet habe, diese 60-40 bleiben über die Lebensspanne nicht gleich. Die Annahme, die die meisten treffen, ist, naja, wir machen immer mehr Umwelterfahrungen, es passieren uns ja Dinge, die Gene sind ja von Anfang an da, aber dann wird doch bestimmt das, was wir erleben, überschreibt doch das, was die Gene so am Anfang gemacht haben. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine Abbildung aus einer Übersichtsarbeit, die vor kurzem erschienen ist, wo wir auch Daten zu beigetragen haben. Blau sehen Sie den Einfluss der Gene über die Lebensspanne. Orange sehen Sie, ich glaube es ist orange, sehen Sie den Beitrag der geteilten Umwelt und grün sehen Sie den Beitrag der nicht geteilten Umwelt. Das heißt, in frühesten Kindesjahren ist die Antwort auf die Frage, warum sind die Kinder unterschiedlich aufgeweckt, sehr stark assoziiert damit, was in der Familie passiert und was Kinder in der einen Familie von Kindern in der anderen Familie unterscheidet. Dieser Einfluss verliert unglaublich an Bedeutung. Und bereits im jungen Erwachsenenalter ist der nur noch marginal. Erstaunlicherweise und kontraintuitiverweise wächst der Einfluss der genetischen Faktoren an Bedeutung und erreicht dann so ein Plateau, was dann diese Punkt 60 etwa abbildet. Wie um alles in der Welt kann man sich das erklären? Wir nennen das in der Forschung aktive Anlage-Umwelt-Korrelation. Das heißt, die Gene, die, wenn sie mehr Freiheit haben als Individuum, weil die Eltern ihnen nicht mehr ständig im Nacken sitzen, weil sie vielleicht auch schon ausgezogen sind, jetzt gestalten Gene mit, was sie machen. Sie suchen bestimmte Umwelten auf, andere nicht. Sie haben Spaß an Dingen, an anderen nicht so. Sie sind gut in manchen Dingen und wenden sich dem mehr zu, in anderen Dingen sind sie vielleicht nicht so gut. Das heißt, hier beginnt ein Wechselspiel. Und mit ihren Anlagen
suchen sie Umwelten, gestalten Umwelten, verändern Umwelten und andere Dinge lassen sie außen vor. Und dieses Wechselspiel bedeutet, dass Gene über die Lebensspanne immer stärker mitbestimmen, was jetzt in diesem Fall intelligenzrelevantes Verhalten ist. An der Stelle gibt es manchmal Widerspruch, weil es heißt, Wechselspiel ist ja gut, aber es muss doch Umwelteinflüsse geben, die sind frei von Genetik. Ich hatte einen Vortrag vor Medizinern. Da saßen einige, die sagten, also ich weiß was, was Sie mit den Genen nicht erklären können, und das ist auch so definiert, die posttraumatische Belastungsstörung. Ist so definiert, dass wenn Sie ein potenziell traumatisierendes Erlebnis haben, dann entwickeln manche Menschen, die dieses Erlebnis hatten, eine behandlungsbedürftige Symptomatik und andere nicht. Beispiel wäre Flugzeugabsturz. Etwa die Hälfte der Personen, die einen Flugzeugabsturz überlebt, braucht Therapie und zeigt klare Anzeichen von posttraumatischer Belastungsstörung. Und in diesem Mediziner-Setting hieß es dann, naja, sehen Sie, und da spielen Gene keine Rolle. Dann holte ich ein paar Studien hervor, die zeigen, es gibt eine Erblichkeit von posttraumatischer Belastungsstörung. Also es gibt genetische Einflüsse auf das. Wie kann das sein? Naja, Gene könnten eine Rolle spielen bei der Resilienz, also bei der Frage, wie stressstabil, wie gut gesettelt, auch von ihrer körperlichen Reaktion, sind sie mit einem solchen Ereignis umzugehen. Und da hört es noch nicht auf, da fängt es an. Gene spielen auch eine Rolle bei dem posttraumatischen, ursächlichen Ereignis vorausgehenden Entscheidungen, etwa bei der Berufswahl. Persönlichkeit wird in Berufswahl abgebildet und bestimmte Typen suchen bestimmte Berufe stärker auf, wo die Wahrscheinlichkeit, mit Dingen konfrontiert zu werden, die das Potenzial haben, traumatisierend zu sein, eben höher oder niedriger ist. Hinzu kommt, dass wenn Sie es denn schon erlebt haben, dann weiß die klinische Psychologie, der beste Erfolgsfaktor, um nicht dauerhaft behandlungsbedürftig zu sein, ist ein funktionierendes soziales Netzwerk. Und das kommt auch nicht von allein, sondern müssen Sie Freundschaften gepflegt haben bis zu dem Zeitpunkt, wo Ihnen das passiert, wo Sie die Freunde dann ganz besonders brauchen. Und diese Charaktereigenschaften, die das begünstigen, sind ebenfalls genetisch mit beeinflusst. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Wechselwirkung und Miteinander. Es ist nie Anlage oder Umwelt. Und dieses Wechselspiel finde ich an einer Studie ganz besonders bemerkenswert, deswegen habe ich die mitgebracht und damit kehren wir auch zurück in den Bereich Bildung und Bildungserfolg. Es gibt eine Studie von Mike Shanahan aus dem Jahr 2008, wo in einer amerikanischen Stichprobe junger Männer der Abschluss der Sekundarschule oder die Wahrscheinlichkeit, die Sekundarschule abzuschließen, assoziiert war mit einer Genvariante, ein Dopaminrezeptor-Gen, was assoziiert ist auch mit impulsivem Verhalten, mit allen möglichen Dingen, die nicht günstig sind für Schulerfolg. Dieses Minus heißt, das ist ein ungünstiger Faktor, das ist in keinster Weise eine Art genetisches Schicksal. Also viele Kinder, die diese Variante haben, machen ihren Schulabschluss, aber es gibt einen bedeutsamen Zusammenhang. Die Forscher haben dann zeigen können, dass es eine Art Umweltheilmechanismus geben kann. In dem Paper heißt es soziales Kapital. Gemeint ist aber nicht nur die Geldbörse der Eltern, sondern sowas wie Bildungsaspiration, eigener Bildungshintergrund, eine Zugewandtheit hinsichtlich eben der Bedeutung von Bildungsabschlüssen und so weiter. Das heißt, haben Sie die ungünstige Genvariante, lässt sich deren Effekt im Prinzip ausschalten, wenn Sie die günstigen oder wenn Sie günstige Umwelteinflüsse erfahren. Und jetzt kommt das Gemeine, was die Studie dann noch als letztes kommuniziert. Diese beiden Einflüsse sind negativ korreliert. Das heißt, wenn Sie das ungünstige Gen haben, dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Umwelt, die Sie bräuchten, um das aufzufangen. In der Studie gerade war von Kandidatengen die Rede. Ich muss Ihnen mitteilen, dass seit Mitte der 90er Jahre, wo ich angefangen habe, das zu verfolgen, die Kandidatengenforschung eine Misserfolgsgeschichte war. Kollegen, die ich gut kenne, waren nach
kürzester Zeit frustriert und nach Jahren tatsächlich bereit, das Feld zu verlassen. Die Idee, dass man ein Intelligenzgen findet durch molekulargenetische Forschungsbemühungen, hat sich nicht bewahrheitet. Die Idee, dass die Gene, die da eine Rolle spielen müssen, denn die Erblichkeit heißt, es muss diese Effekte geben, also irgendwo sind sie ja. Aber die Methoden waren nicht geeignet, sie zu finden. Und dann hat man angefangen, über die Jahre die Erwartung zu korrigieren und gesagt, naja, also ein Gen, das dann, weiß ich nicht, 20% der Unterschiede erklärt, das wird es wohl nicht werden. Sagen wir 10, sagen wir 5, sagen wir 2, 1, 0,1. Die ganze Kandidatengenforschung, auch die frühen genomweiten Assoziationsstudien scheiterten. Die Lehrmeinung war dann so 2010 herum, na dann wird es wohl nichts. Also mit signifikanten Geneffekten, das sind hunderte und tausende Gene, die da offenbar irgendwie mitmischen und jedes Einzelne macht ein bisschen. Und so wenig, dass wir es mit den klassischen statistischen Methoden nicht zu fassen kriegen. Also das Feld war in Aufruhr, kann man sagen. Und dann passierte etwas, was ich Molekulargenetik 2.0 nennen würde, was das Feld gerettet hat. Wäre ich hier vor 10 Jahren gestanden, hätte ich einen anderen Vortrag gehalten. Ich habe auch solche Sachen gesagt, wie wir werden die Gene nie finden, aber es kam anders. Und es kam anders, weil sich das Feld neu orientierte. Weg von, da sind vielleicht so einzelne Gene und die machen sehr viel, hinzu, wie wäre es denn, wenn wir statt ganzer Genomabschnitte, also ein Gen ist ja eine lange Abfolge von entsprechenden Basensequenzen, wenn wir nur die einzelnen SNPs, also die Single Nucleotide Polymorphisms, die also bei Menschen unterschiedlich sein können, da haben manche das G, andere haben da das A und diese Variation gibt es durch das Genom hinweg sehr oft. Tausendfach, 10.000, 100.000-fach gibt es solche Unterschiede. Das Ganze ist hypothesenfrei, ist eine automatisierte Forschung und ist insofern vielen nicht ganz geheuer, weil wir nicht so sozialisiert wurden in der Wissenschaft. Theorie, Hypothesen, Design und dann signifikant oder nicht signifikant. Dieses Feld ist ganz woanders gelandet und es ist deswegen dort gelandet, weil 2013 eine bahnbrechende Arbeit publiziert wurde von einer holländischen Gruppe, aber es war am Ende ein Konsortium. GWAS heißt genomweite Assoziationsstudie von über 100.000 Individuen, findet genetische Varianten, die mit Bildungserfolg einhergeht. Educational Attainment ist in der Literatur meist Bildungsdauer in Jahren, also wer lange im Bildungssystem bleibt. Warum diese Variable, warum nicht Intelligenz? Ganz einfach, das mit dem Bildungserfolg war in vielen Datensätzen mit drin. Die Intelligenz hätten sie aufwendig messen müssen. Und wir werden sehen, es braucht riesige Stichproben. Deswegen hat man sich lange Zeit auf den Bildungserfolg konzentriert. Was machen die jetzt? Die nehmen unsystematische, variierende, einzelne Basen, SNPs heißen die Dinger, SNP, machen daraus eine riesige Vorhersagegleichung, weil einzelne Varianten eben ein bisschen mit dem Kriterium zusammenhängen, aber keines davon signifikant. Das heißt, jedes einzelne hier ist eine nicht bedeutende Assoziation mit zum Beispiel Bildungserfolg. Aber wenn Sie all diese nicht bedeutsamen Dinge zusammenfassen, aggregieren, gemäß entsprechender statistischer Prozeduren, dann bekommen Sie etwas, was heute das heißeste ist, was in der Molekulargenetik in der Literatur zu finden ist. Und die Dinge heißen Polygenic Scores. Also polygene Werte. Polygen, weil es eben diese vielen, vielen einzelnen Basen sind und Wert, weil den können wir jetzt berechnen für jeden von ihnen. Und das wird dann noch spannend, wenn wir darüber diskutieren wollen, denn das ließe sich beispielsweise auch vorgeburtlich machen. Ja, schwierig. Oder da gehen Ihnen wahrscheinlich schon alle möglichen Ideen durch den Kopf, was man davon halten könnte. Aber noch sind wir nicht so weit, denn diese erste Arbeit, die ist hier unten angesiedelt, also mit diesen irgendwie 100.000, ist diese Arbeit für heutige Standards klein. Und wir sehen, dass verschiedene Generationen solcher Werte, die dann also EA, Educational Attainment vorhersagen, oder IQ, die krauten da unten rum. Das heißt, aufgeklärte Varianz 2%,
durch alles, also nicht ein Gen, all diese Snips zusammengenommen, schaffen nicht mehr als 2%. Die Kritiker haben gegähnt, die Molekulargenetiker waren ekstatisch, weil eine Tür aufging und weil klar war, wir brauchen nur größere Stichproben und dann wird das besser. Und das ist der Trend, den Sie sehen. Die EA3, also die dritte Generation GWAS, also genomweite Assoziationsstudie, hatte über 1 Million Teilnehmende und schaffte es, eine aufgeklärte Varianz im Bildungserfolg von 12% zu bestimmen. Das war schon dann eine Hausnummer. Wir sind noch weiter. Letztes Jahr, 2022, kam EA4. Über 3 Millionen Teilnehmende. Das sind dann auch privatwirtschaftliche Daten von 23andMe beispielsweise. Und Sie sehen, dass da immer noch ein bisschen mehr rausgeholt werden kann, aber dass diese Kurve abflacht. Also mehr ist noch mehr, aber nicht mehr so viel mehr. Und wir kommen an einen Punkt, wo es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird. Aber das ist der Stand der Dinge. Also da stehen wir jetzt. Mit Hilfe von genomischer Information lassen sich bis zu 17% der Unterschiede von Menschen im Bildungserfolg und etwa 10% der Unterschiede in der Intelligenz vorhersagen. Was Sie damit machen wollen, ist sehr verschieden. Manche Autoren sagen, das ist ja wunderbar, damit kann man diese Werte nutzen, sie sind prädiktiv, sie sind nützlich, sie sind auch für die Wissenschaft spannend, denn die kann man als Kontrollvariablen mitlaufen lassen, wenn man eigentlich Umwelteffekte untersucht, kann man sagen, und dann kontrollieren wir für die Genetik. Das hat viele sehr verzückt. Andere, und dazu gehöre ich auch, sind ein bisschen verhaltener. Im Zuge aber dieser Begeisterung, dieser Euphorie, das ist Robert Plumin, bei dem ich in England gearbeitet habe, einer der weltweit führenden Verhaltensgenetiker, der auf diesen Zug sowas von aufgesprungen ist, dass er also sehr, ich sag mal, starke Worte findet. How DNA makes us who we are, sie werden, was sie sind. Robert macht bei jedem Vortrag, den er hält, wenn der jetzt hier wäre, würde der an irgendeinem Punkt seine eigenen Polygenic Scores aus der Tasche ziehen, würde sagen, guck mal, das waren meine prädiktiven Werte und guck mal, was aus mir geworden ist. Und dann wird er Ihnen sagen, also dafür, das passt und das passt. Und dann gibt es bei seinem Profil immer einen Punkt Schizophrenie und so eine gewisse, ja, dunkle Seite, die er dann meist weglächelt. Also manche sagen, ja, das ist die Zukunft, damit wird ganz viel passieren, dahin geht die Reise. Ich sehe das nicht so. Ich sehe tatsächlich, dass der prädiktive Wert einer solchen Diagnostik noch ganz, ganz klein ist. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand für einen Job geeignet ist, machen Sie ein Eignungsgespräch. Testen Sie Intelligenz jetzt. Warum sollten Sie das genetische Potenzial für Intelligenz bestimmen, wenn Sie doch die Intelligenz testen können? Also warum den Umweg gehen, wenn es doch so einfach sein könnte? Also, ich glaube, es wird nicht so schlimm, aber ich weiß nicht. Es gibt auch schon Kalkulationen darüber, wie wirtschaftlicher Nutzen generierbar ist aus der Anwendung solcher Werte pränatal, oder? Lassen Sie uns deswegen noch eine Kurve versuchen zu kriegen. Und zwar, ich habe die Intelligenz jetzt immer als Prädiktor verkauft und so ist sie auch oft in den Arbeiten angelegt. Aber auch das ist keine Einbahnstraße. Intelligenz hängt wie Schulleistung von Bildung ab, auch vom Bildungshintergrund von Eltern. Und wir wissen auch, dass Kinder nach den großen Ferien ein bisschen dümmer sind. Das ist messbar. Das heißt, Beschulung funktioniert und sie trainiert und sie ist etwas, was gut ist für unsere geistige Entwicklung. Elsbeth Stern und Aljoscha Neuber haben vor einiger Zeit ein schönes Buch geschrieben, Lernen macht intelligent. Und da werden ein paar Dinge gesagt, die finde ich sehr wichtig, gerade um es jetzt als Korrektiv hier auch nochmal gesagt zu haben. Schulfähigkeiten sind zwar das Ergebnis investierter Intelligenz, aber Schule und Unterricht fördern Intelligenz und kognitive Fähigkeiten. Und das Ganze ist ein Prozess, der die Praxis von Denken und Bildung im Prinzip befördert. Was ich nach 20 Jahren, muss man sich mal vorstellen, ab 2004 in Saarbrücken angefangen. Ich mache die Psychologie jetzt seit 1990, also sagen wir vielleicht sogar nach 33 Jahren, weiß und mitgenommen habe, ist, individuelle Unterschiede bleiben. Individuelle Unterschiede werden genetisch und umweltbedingt erzeugt.
sie werden stabilisiert und wir sind und bleiben verschieden. Und wir werden, wenn wir uns sehr ändern wollten, sehr angehen müssen gegen das, was wir sind und geworden sind. Das heißt, ich bin zwar der Meinung, Dinge sind plastisch und Dinge lassen sich verändern. Es gibt kein genetisches Schicksal, keine Blaupause. Aber da gibt es eine gewisse Kraft, die sie ein bisschen mehr zu dem macht, was sie sind. Und wenn sie das nicht mehr mögen, dann müssen sie Kraft mitbringen, dagegen anzuarbeiten. Individuelle Unterschiede sind aber eigentlich auch kein Problem. Das wird nur dann zum Problem, wenn wir finden, dass das nicht gut ist, dass Menschen verschieden sind. Warum sollten wir das finden? Natürlich ist es in Bildungskontexten eine Herausforderung. Wenn manche Kinder sich leicht tun, andere Kinder tun sich schwerer. Wir brauchen also dann entsprechende Antworten auf individuelle Fähigkeiten und auf individuelle Bedarfe. Aber ich glaube, der Schlüssel zur Bildungsgerechtigkeit liegt daran anzuerkennen, dass Kinder und Jugendliche unterschiedliche Fertigkeiten, Fähigkeiten haben und dass wir darauf antworten sollten. Die Kinder da abholen, wo sie sind. Nicht alle überfordern oder manche überfordern, sondern möglichst im Zuschnitt arbeiten. Auch wenn mir klar ist, dass das im Lehrerjob nicht einfach ist. Aber ich bin oft konfrontiert mit kritischen Positionen, wenn ich über Anlage-Umwelt spreche und über Unterschiede, dass dann so ein bisschen mitschwingt, ach, lieber würde ich den Schwachen oder irgendwie helfen. Also können wir nicht über Programme reden, wie wir die Kinder quasi auf so ein gleiches Niveau kriegen. Und das verstehe ich immer nicht. Denn das würde ja bedeuten, die besonders Fähigen links liegen zu lassen. Wir brauchen doch tatsächlich Angebote für alle. Und damit muss eine Wertigkeit verbunden sein, die die Unterschiede wertschätzt. Abschließend, und damit bin ich tatsächlich fast durch, und wahrscheinlich ist das jetzt auch höchste Zeit. Ich gucke, ist noch niemand vom Stuhl gerutscht. Es gibt eine Arbeit von Birgit Spienert aus Heidelberg, die sich dafür interessiert hat, wie gut Lehrer denn eigentlich darin sind, die Intelligenz der Kinder einzuschätzen. Weil wenn wir schon darüber reden, dass da verschiedene Potenziale sind, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn Lehrer das könnten. Und Birgit hat eine Studie gemacht in Baden-Württemberg mit 43 GrundschullehrerInnen und das waren über 700 Teilnehmende. Es wurde die Intelligenz gemessen und es wurden Lehrer gefragt, sag doch mal, na, hier ist deine Klasse, sag doch mal. Eingestuft, relativ einfach, also Durchschnittskategorie, und es wurde den Lehrern auch an die Hand gegeben, naja, da ist in der Mitte sind wahrscheinlich die meisten, also weil das so diese Normalverteilung ja hat. Und an den Rändern ist es dann weniger. Also das waren so die Handreichungen an die Lehrer. Und jetzt bitte beurteilen Sie Ihre Schülerinnen hinsichtlich ihrer Intelligenz auf einer fünfstufigen Skala. Das ist das Ergebnis. Die grüne Diagonale ist was Gutes. Die grüne Diagonale heißt, das, was die Lehrer in ihrer Einschätzung hatten, entspricht dem, was auch der IQ-Test erbrachte. Soweit so gut. Und dann gibt es aber natürlich trotzdem auch zum Beispiel die... Also wo aus Sicht des pädagogischen Personals die Kinder entweder unterdurchschnittlich oder sogar deutlich unterdurchschnittlich eingestuft wurden und die Kinder waren nachweislich überdurchschnittlich oder deutlich überdurchschnittlich. Da geht eine Schere auf, die ich so nicht notwendigerweise verstehe. Und auch diese Gruppe finde ich noch dramatisch. Also wenn wir annehmen, dass die Kinder durchschnittlich sind, aber sie sind in der höchsten Gruppe. Und damit geht das Licht aus, das ist gewollt. Damit komme ich zur vorletzten Folie. Sie sehen, ich drohe an, ne, und täusche an, aber bleibe. Ich erspare Ihnen eine Zusammenfassungsfolie. Also diese Wunschschale, die habe ich mir da drauf gemacht, um sagen zu können, was ich will. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen was von dem, was ich Ihnen hier ausgesucht und mitgebracht habe, interessant gefunden haben, dass das mit der Intelligenz tatsächlich bedeutsame Konsequenzen haben kann und dass genetische Faktoren da eine relativ große Rolle spielen, dass das aber nicht heißt, dass wir darüber traurig sein müssen, dass sich aber in der Wissenschaft gerade Dinge entwickeln, die eine sehr klare auch ethische Position brauchen in der mittleren und in der weiteren Zukunft. So, und für Ihren Seelenfrieden weiß jemand die Antwort?
das ist jetzt maximal schambesetzt, ne? Kann man nicht machen eigentlich. Traut sich jemand? Die, die bei 6 nicken, liegen falsch. 2. Also alle, die 2 haben, man kann es, es gibt die Lösung, können Sie entwickeln auf vielen Wegen. Dies ist die schwerste Aufgabe der Reihe. Wenn Sie die nicht lösen konnten, überhaupt kein Problem. Die, die Sie lösen konnten, könnten gegen sich den Hochbegabungsverdacht nochmal beginnen zu hegen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.